Hallo Leute, und weiter geht's mit Milky Way Wishes von Kirby's Fun Pack. Autsch! Jetzt muss ich zusehen, wie ich hier am besten wieder runterkomme. Ja, okay, ich bin schon unten. Und, falsche Richtung, Kirby! Ah, scheiße. Gut, so, mache ich's einfach so. Gut, eine Fähigkeit fehlt mir, glaube ich, in diesem Level noch. Autsch! Okay. Na, Moment mal, bin ich da überhaupt reingegangen? Natürlich nicht. Gut, das war dumm. Aber jetzt hole ich sie mir. Nach diesem Gegner. Bugsy! Das heißt, ich bekomme hier die Wurffähigkeit. Wahrscheinlich. Moment. Zwischenbisse wollte ich auch ohne Fähigkeit machen. Okay. Los, gib mir Marienkäfer. Gib mir Marienkäfer. So. Bam. Und. Hör auf zu springen. Sonst. Gut. Kann ich den nicht treffen. Und wusch. Daneben. Hier bin ich. Fang mich doch. Autsch. Okay, nichts gesagt. Mensch! So. Hast du davon? So. Ich hab's gewusst. Irgendwie mag ich die Fähigkeit nicht so. Also, gleich loswerden. Und wen habe ich als... Oh, Bugsy habe ich sogar als Partner. Cool. Okay. Brauche ich aber nicht. Weg mit dir. Ein Gürtel als Fähigkeit. Interessant. Okay. Weiter geht's. Und ich bin... Moment. Unten, so, zack. Das habe ich jetzt in Kauf genommen, diesen Schaden. Passt schon. Hoch, 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 hoch. Kirby, go, hoch. So, einmal hier durch. Bams. Ah, okay, Sackgasse. Das war blöd. Ich würde sagen, das war verdammt blöd. So, durch hier. Go, go. Ja, toll, ich habe ein Leben verschenkt. Interessant. Moment, ich gehe nochmal hier hoch. Ich hab's noch nicht verschenkt. Muha. Solange ich nicht in diese Lore da einsteige. Eine Maxi-Tomate gibt's ja auch noch. Yay! Autsch. Okay, okay, okay. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Bloß weg hier. So, raus hier. Und, was? Achso. Wollte schon sagen. Und rein hier. Gut, was kommt jetzt? Was erwartet mich jetzt? Mehr Lava. Gut, das dürfte eigentlich kein Problem sein. So lange ich das Fliegen beherrsche. Scarfy, komm. Ach, Mensch. Jetzt ist aber gut. So, komm, komm, komm. Okay, lass mich in Ruhe. Rechts, ich geh mal rechts. Ja, hier ist eine Maxi-Tomate und ein Leben, wenn ich richtig. Yo, okay. Dahin gibt's auch wieder eine Maxi-Tomate und ich hab das Leben. Und weiter hier. Erst an den Gordos noch vorbei. Scarfy, warst du nicht eben noch böse? Okay, ich verstehe schon. Du wirst von böse auf gut. Mhm. Versteht dich also. Gut getan. Ach du Scheiße. Okay. Wieder so ein verdammtes Labyrinth. Wenn ich jetzt die Fähigkeit verpasse, dann weiß ich auf jeden Fall, woran das liegt. Ich habe keine Erinnerung mehr. Wie scheiße der Weg in diesen Labyrinth ist, und ich hoffe mal, ich weiß jetzt nicht, gibt es hier zwei Fähigkeiten, gibt es hier drei? Ach nein, nicht dieses Chamäleon. Oh, scheiße, und da tauchst du einfach da so auf, ey. Ich glaube, es hackt. Okay, du kommst angerollt. Gut, ja, ich glaube, ich habe auch von einem User. Ach was. Ist das geil! Das wusste ich noch nicht! Diese Info habe ich auf jeden Fall von einem meiner Abonnenten, glaube ich. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie du heißt. Auf jeden Fall fühle ich geehrt. Und danke für die Info. Ey, das wusste ich echt noch nicht, diese Fähigkeit. Das ist ja mal geil. Ah, cool. Okay, eigentlich wollte ich das ja ohne Fähigkeiten machen, aber ich wollte es euch demonstrieren. Ich meine, ich habe es auch noch nicht gewusst. Ich habe davon echt noch nichts gewusst, von dieser Fähigkeit. Dass es die hier gibt? Geil. Danke für die Info, ey. Echt. Da bin ich jetzt echt überrascht. Und geplättet. Paint-Fähigkeit. Hätte ich echt nicht erwartet, dass das echt geht. Ich habe das echt nicht für möglich gehalten. Und ich glaube... Ich meine, nirgends woanders gibt es diese Paint-Fähigkeit. Ist das echt nur dieser Boss, wo man die Paint-Fähigkeit bekommt? Nein! Warum
weichst du aus. Aber das finde ich echt cool gemacht. So. Ich glaube, das probiere ich bei Kirby Superstar Ultra auch nochmal aus, wie das da auf dem DS aussieht. Ah, Gott, warum wusste ich davon nichts? Es ist doch krank. So. Jetzt, zack, bam. Okay, ein Treffer noch. Wie krank ist das? Warum wusste ich davon nichts? Na gut, genug davon geredet. Ich mache jetzt diesen Chamäleon einen Strich durch die Rechnung. So, jetzt spuckst du noch einmal diese Farbkugeln. So, dann machst du so. Gut, jetzt komm runter. Sei brav. Sei lieb. Okay, da. Da, nein! Das war blöd. Ach, Mensch. Na komm. Mann, ich muss nur noch einmal treffen und. Sitke! Na komm. So. Und. Ach, leck mich doch. Mann, warum krieg ich. Ist doch nicht wahr. Ein Treffer. Ein verfickter Treffer. So, wehe, wehe. Okay, du machst das und dann. Okay, so. So, jetzt. Gut und bam! Wie lange habe ich jetzt für diesen Kampf gebraucht? 2, 3 Minuten? Ah, für so einen einfachen Boss, ey. Ach, Mann. Egal. Ich hab's geschafft. Ich hab den vierten Planet. Ja. Gerettet? Kann man das so sagen? Oder ich habe die Kräfte des Planeten erweckt. Bleiben nur noch drei. Drei verdammte Planeten. Ach Mann. Ich will's hinter mir haben. Gut, was erwartet mich hier? Cavios. Okay, wahrscheinlich ein Höhlenplaneten. Weil Cave heißt ja so viel wie Hülle. Und Cavios kann man sich wohl so ableiten wie. Keine Ahnung. Höhlen, was weiß ich. Chef Kawasaki! Was gibt's heute zu essen? Nein, nicht Kirby. Kirby gibt's nicht zu essen. So, du schmeißt mit Tellern. So. Eins. Zweimal muss ich ihn nur treffen? Okay. Kein Ding. So, jetzt kommt wieder deine Bratpfanne. Macht mir nix. So, und jetzt wirst du wieder mit Tellern? Autsch. So. Hast du davon. Und tschüss. Okay. Gibt keine Fähigkeit, du hast. Ah, genau. Ich erinnere mich hier. Hier gibt es auf jeden Fall gut versteckte Fähigkeiten. Ich muss hier die komplette Höhle durchsuchen. Nach Zwischengegnern, nach, ja, solchen Minibossen. Da gibt es zum Beispiel noch nicht die Fähigkeit. Oder eines der Fähigkeiten. Okay, Leute. Da es hier wirklich lange dauert mit den Kämpfen, benutze ich jetzt meine Fähigkeit. Damit das Ganze ein bisschen schneller hier geht, weil es gibt wirklich sehr viele in dieser Höhle. Und, wow, bam. Na komm. Und ich will euch halt nicht zu lange warten lassen. Also mache ich das Ganze hier ein bisschen schneller. So, das war diesen Planet, ja. Schneller retten, befreien, schaffen. Alles in einem. Runter, runter. Ich hoffe, ich finde hier wirklich alle Fähigkeiten. Ich weiß nur, hier in diesem Labyrinth, ja, man kann es Labyrinth nennen, weiß ich, dass es auf jeden Fall mindestens eine gibt. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo ich sie nochmal genau finde. Hier war ich drin, ja, okay. Ich glaube unten lang. Autsch. So. Gut. Irgendwo ist sie auf jeden Fall. So. Ja, hier ist auf jeden Fall auch wieder ein Boss. Und, ja gut, dich habe ich schon. Du gibst mir auch keine Fähigkeit, glaube ich. Okay. So. Ich brauche mal ein bisschen Futter. Sonst bin ich gleich Geschichte. Gut. Und tschüss mit dir. Weg. Und du hast eine schicke Unterhose. Na gut, nicht wirklich. Ich stehe nicht auf Männer. Ich stehe immer noch auf das weibliche Geschlecht. Und weg mit dir. Aber schon interessant, so was die Entwickler überhaupt hier so einbauen. Gegner, die ihre Unterhose zeigen, wenn man sie besiegt. Was kommt hier? Habe ich schon. Gut. Ich hasse dieses Labyrinth. Auf jeden Fall muss ich hier wirklich alles absuchen. Ich weiß, es ist unnötig eigentlich, aber ich will die Fähigkeit hier haben. Oder die Fähigkeiten. Mehrzahl. Ich weiß echt nicht gerade, wie. Moment.
Hier war ich doch schon. Ach Mist. Verlaufen. Ja, das passiert halt in Labyrinthen. Man verläuft sich leicht. Ach Mensch. So, was kommt hier? Papi, Brother, Senior. Wah! Okay, weg mit dir. Bam, bam. War's leicht. Ach was. Hab ich noch nicht? Okay, wir haben schon mal die erste Fähigkeit in diesem Level. Gut, ich würde sagen, dann beende ich dieses Video auch schon. Und im nächsten Video geht die Fähigkeitssuche und die Rettung der Planeten weiter. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mickey Way Wishes. Bis dahin, auf Wiedersehen.